Bevor Sie den Austrag entleeren, warten Sie einige Minuten, bis sich der Schlamm im Behälter gesetzt hat. Tragen Sie Handschuhe, schalten Sie den Wasserzulauf aus und drehen Sie den Kugelhahn oberhalb des Austragsbehälters zu. Fahren Sie den Schlammbehälter heraus. Nehmen Sie nun den Spritzschutz des Behälters ab, ziehen die seitlichen Rastbolzen heraus und drehen diese fest, um den Korb mit dem Filtervlies entnehmen zu können. Den enthaltenen Schlamm können Sie nun entleeren und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Falls nötig, legen Sie ein neues Filtervlies ein. Anschließend können Sie den Spritzschutz wieder aufsetzen und den Behälter unter die Anlage fahren. Lassen Sie das Wasser im Behälter über den Hahn mit einem geeigneten Schlauch oder in einem Behälter ab. Anschließend können Sie den Kugelhahn oberhalb des Behälters wieder öffnen. Welche Schutzausrüstung Sie für Ihr Material benötigen, finden Sie hier.